Jo Freunde, was geht ab und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es nach genau einem Jahr wieder ein Faktenvideo zu mir. Ich habe mir gedacht, dass ich das jetzt jedes Jahr zu meinem Geburtstag mache, wenn mir dann übers Jahr hindurch genug interessante Fakten einfallen. Falls ihr auch wundert, warum gleich keine so Standardfakten wie Alter, Größe, Gewicht, Penislänge und so weiter kommen, dann habe ich die wahrscheinlich schon im ersten Faktenvideo erzählt. Da könnt ihr erstmal vorbeischauen, müsst dann aber auf zweifache Geschwindigkeit stellen, weil ihr sonst, glaube ich, einschlaft. Meine Eltern wussten die ersten 6 Monate gar nicht, dass ich die Videos hier mache und ich musste dann immer aufnehmen, wenn sie nicht zu Hause waren oder ein bisschen leiser reden oder so und war auf jeden Fall ziemlich stressig. Als sie die Videos dann doch entdeckt haben, musste mein Vater, glaube ich, durchgehend lachen und meine Mutter hat sich darüber aufgeregt, dass man im Hintergrund die dreckige Wäsche gesehen hat. Um es nochmal endgültig klarzustellen, ich bin weder Schweizer noch Österreicher, noch komme ich aus Bayern oder Sachsen oder was mir da sonst schon an den Kopf geworfen wurde. Ich komme aus Deutschland und wohne an der Schweizer Grenze. Ich bin extremer Langsamesser und dazu kommt noch, dass ich, wenn ich extrem viel Hunger habe und dann was esse, eine halbe Stunde später wieder genau gleich viel Hunger habe. Ich hatte früher Angst vor Ameisen. Einmal wollte ich sogar nicht rausgehen zum Spielen, weil da so eine Ameisenkolonne vor der Tür lang gelaufen ist. Und dann habe ich mich einfach vor die Tür gesetzt, also drin, und habe dann vor offener Tür gespielt und bin ich ein bisschen frische Luft zu bekommen. Wenn ich 10 Minuten später geboren worden wäre, wäre vom Sternzeichen her nicht mehr Skorpion, sondern Schütze. Wenn ich irgendwelche Serien oder Animes oder so schaue, dann muss ich nebenher immer irgendwas machen. Sei es jetzt essen oder am Handy spielen oder irgendwas halt, damit meine Finger beschäftigt sind, keine Ahnung. Die Serie kann dann noch so spannend und actiongeladen und was weiß ich sein, ich muss einfach nebenher immer irgendwas machen. Ich habe genau einen Tag nach dem letzten Faktenvideo angefangen, Fakten für das Video hier zu sammeln. Also seit genau einem Jahr. Passt. Ich bin als kleines Kind mal so blöd auf unsere Treppe ausgerutscht, dass ich mir die Lippe durchgebissen habe. Und ein paar Monate später hat mir dann nochmal ein Kind durchgebissen. Hund, Digga. Und als dann alles verheilt und zugenäht war, hat mir dann noch mein Hund durchgebissen. Ich habe eine sehr leise Stimme, was mir ziemlich auf den Sack geht, weil wenn ich dann mal lauter rede, kommt es mir so vor, als ob ich rumschreien würde. Komischerweise ist mir das erst vor 1 bis 2 Jahren so richtig bewusst geworden, als ich mit der Schule fertig war. Ich habe mich in der Schule dann immer gewundert, warum die Lehrer oder die Mitschüler bei den Referaten dann immer zu mir gesagt haben, ich soll lauter reden. Ich habe mir dann immer so gedacht, hä, ich verstehe mich doch. Ja. Gedanken können die anderen halt nicht lesen, Philipp. Ich schaue mittlerweile gar kein Fernsehen mehr, sondern alles nur noch online. Ich bin jemand, der sich immer mit anderen vergleicht, was dazu führt, dass ich nie wirklich zufrieden mit mir selber bin. Was aber nicht unbedingt schlecht ist, weil so der Wille und die Motivation, besser zu werden, immer da sind. Ich bin eigentlich Rechtshänder, mache aber so gut wie alles mit der linken Hand. Und nein, Fappen gehört nicht dazu. Fingerboarden zum Beispiel. Ich bin ein ziemlicher Supernatural-Fan und die Serie habe ich eigentlich nur wegen dem Rapper Shimmy angefangen, weil er in irgendeiner Line mal was über Supernatural gerappt hat und ich da eine ganz andere Serie im Kopf hatte, Smallville hieß die, glaube ich, wo ich irgendwann mal im Fernsehen geschaut habe. Und dann habe ich die Serie quasi aus Versehen angefangen, weil ich gedacht habe, es wäre eine andere. Meine beiden größten Schwächen sind Ehrlichkeit und Gutmütigkeit. Wenn man mit mir guter Kopf, böser Kopf spielen würde, dann wäre ich definitiv immer der gute Kopf. Ich kann Leuten echt nur schwer was abschlagen oder einfach nur Nein sagen. Ich bin eigentlich ein ziemlich pessimistisch eingestellter Mensch, was aber gar nicht mal so dumm ist, weil ich mir da immer die schlimmste Situation ausmal, die es gibt und mich dann freue, wenn sie doch nicht eintritt. Okay, es ist ziemlich dumm. Ich hasse Witze, bei denen man schon 10 Kilometer im Voraus die Pointe erkennt. Bei mir ist es auch voll oft so, dass wenn eine Person anfängt, was zu erzählen, ich genau weiß, worauf der hinaus will und dann entweder seinen Satz selber zu Ende bringe oder ihm gar nicht mehr zuhöre und mir meinen Teil denke. Ich war früher Ministrant und habe das Ganze eigentlich nur deswegen gemacht, weil man pro Gottesdienst 50 Cent bekommen hat. Und nein, ich wurde von keinem Pfarrer vergewaltigt. Ich hasse es zu telefonieren oder allgemein mit jemandem zu reden, der nicht direkt neben mir steht, sodass ich seine Reaktion sehen kann. Ich würde euch jetzt echt gerne einen Fakt über meinen Penis erzählen, aber der ist einfach zu lang. Wenn man zu dritt auf dem Gehweg läuft, wo eigentlich nur 2 Leute nebeneinander Platz haben, dann bin ich immer derjenige, der auf dem Bordstein balanciert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da irgend so einen Tick. Ich muss immer auf dem Bordstein laufen. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese fetten Röhrenfernseher kennt, wahrscheinlich schon. Wir hatten so ein Ding daheim, das war sicher 1 Quadratmeter groß oder so und das Teil ist mal auf mich draufgefallen. Und zwar hatte mir meine Mutter irgendein Spielzeug weggenommen und hat es dann da oben draufgestellt und ich als kleines Kind wollte das natürlich wieder haben, bin da hochgekraxelt und dann ist mir das ganze Zeug entgegengekommen und auf mich draufgeflogen. Falls ihr auch jetzt denkt, ah, deswegen ist der so drauf, es war nur auf dem Bauch. Nur. Den ersten Anime, den ich bewusst geschaut habe, war Death Note. Ich kaufe mir meine T-Shirts immer in XL, auch wenn mir L eigentlich besser passen würde, aber ich weiß nicht warum, ich fühle mich da einfach wohler, auch wenn es scheiße aussieht. Ich habe als Kind, wenn ich mal was nicht essen wollte, immer alles Mögliche damit angestellt. Natürlich nur so, dass es meine Eltern nicht erfahren haben. Da gab es zum Beispiel Sachen wie das Essen unter die Eckbank stopfen oder den Salat das Klo runterspülen oder den Käse in die Dachrinne werfen.
hasse es, wenn Leute den Deckel oben lassen, nachdem sie auf dem Klo waren. Warum? Digga, mach den doch einfach zu. Die Idee mit den Kinderbuch-Reviews kam mir, als mir mein Vater Philipp und seine Rauchengel mitgebracht hat, nachdem er bei so einer Feuerwehrveranstaltung war. Und dann habe ich mir das Buch so durchgelesen und da war einfach so viel Zeug drin, was man irgendwie zweideutig oder falsch verstehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, Digga, da muss ich ein Video drüber machen. Ich habe früher Diddleblätter gesammelt. Und ich hatte nicht wenige. Ha! Gay! Ich liebe jegliche Form von Wortspielen, was meine Kollegen ziemlich oft zur Weißglut bringt. Wie Frodo den Ring. Bei mir kommt es ziemlich häufig vor, dass ich mich beim Reden nicht zwischen zwei Worten entscheiden kann und dann die Anfangssilbe von dem einen Wort und die restlichen Silben vom anderen Wort nehme und dann irgendeinen Neologismus kreiere. Meine Lieblings-Social-Media-Plattform ist Twitter. Ich habe früher in der Grundschule mal bei einem Lesewettbewerb mitgemacht und wurde Dritter und war, glaube ich, der einzige Junge, der mitgemacht hat. Ha! Gay! Ich denke mal, ihr kennt alle diese Soft-Air-Pistolen und die dazugehörige Munition, diese kleinen gelben Kugeln. Ich habe die als Kind gesammelt, aber nicht gekauft oder so, sondern einzeln vom Boden aufgelesen. Ich glaube, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es 2500 Stück. Ich habe nie mehr als 20 Euro Bargeld dabei und meine Karten mache ich also auch immer getrennt irgendwo hin, weil ich Angst habe, den Geldbeutel zu verlieren. Als ich das erste Mal von meiner Ausbildung oder damals was nach Praktikum alleine vermessen gehen durfte, also mit GPS und so, habe ich die Scheibe vom Firmenwagen geschrottet. War aber nicht mal meine Schuld, es war ein Steinschlag. Und als ich dann meinen Chef angerufen habe, um ihm das zu beichten, hat er mich ausgelacht. Ich habe früher bei den Euroscheinen immer nach dem Wasserzeichen geschaut, um zu sehen, ob es Falschgeld ist oder nicht. Und warum machst du das jetzt nicht mehr? Weil ich jetzt Falschgeld unter die Leute bringe. Sie sind festgenommen. Ich bin ein ziemlicher Perfektionist und verliere mich oft in Details. Bei den Aufnahmen kann es zum Beispiel gut und gerne mal vorkommen, dass ich einen Satz 20 bis 30 Mal sage, nur um dann beim Schnitt zu merken, dass sich alles gleich anhört und ich schlussendlich dann den zweiten oder dritten Take nehme. Meine Lieblingsserien früher waren Inuyasha, One Piece und Tabaluga. Früher in der Fahrschule habe ich Autofahren richtig gehasst und war immer mega nervös vor jeder Fahrstunde. Und heute würde ich sogar sagen, dass es eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist. Früher war ich auch immer mega gestresst, wenn jemand hinter mir gefahren ist. Heute ist zum Glück nicht mehr so, weil ich so schnell fahre, dass niemand mehr hinterherkommt. Sie sind festgenommen. Wenn ich was nicht leiden kann, dann sind es Clubs. Musik, die mir nicht gefällt, viel zu laut, dass man sich nicht mal unterhalten kann, überteuerte Getränke, viel zu viele Menschen an einem Ort, ist nichts für mich. Wenn ich Serien oder Filme schaue, dann irgendwie nur nachts oder abends. Ich weiß auch nicht warum, aber da ist das Feeling irgendwie cooler als tagsüber. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber ich war früher der übelste Witch-Fanboy und habe sogar noch ein Kissen hier. Und diverse Ketten und die Comics müssten auch noch irgendwo rumstehen. Ich hab das geliebt. Gay! Ich hasse Handschläge. Okay, hassen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich komme mir da immer so unglaublich dumm vor, wenn ich nicht weiß, wie der andere so einschlagen will und dann irgendwas anderes macht. Ich wäre dafür, dass man einfach ganz normal jedem die Hand gibt und nicht irgendwie immer zack, 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 putz, bam. Ihr wisst, was ich meine. Everybody was Kung Fu fighting. Meine Lieblingsmanga sind One Piece, Area D und Vinland Saga. Wenn ich mit jemandem schreibe und der Rechtschreibfehler macht, dann schaue ich mega häufig auf der Tastatur nach, ob es ein akzeptabler Fehler ist, also ob die Buchstaben nebeneinander liegen oder ob die Person einfach dumm ist. Wäre Faulheit eine olympische Disziplin, würde ich Vierter werden, um nicht aufs Podest zu müssen. Apropos olympische Disziplin, in der dritten Klasse habe ich mal bei Jugend trainiert für Olympia mitgemacht und wurde damit meiner Mannschaft Dritter. Der Punkteunterschied zu den ersten war aber so gering, dass wir eigentlich gewonnen hätten, wenn der eine von uns nicht dreimal beim Weitsprung übertreten hätte. Ich hätte es gern gesagt, dass ich war, damit die Pointe cool auch rüberkommt, aber ich war's nicht. Wenn ich mir irgendwohin was zum Essen mitnehme, dann immer viel zu viel. Ich weiß schon im Voraus, dass ich es eh nicht esse, aber ich hasse einfach dieses Gefühl, nicht genug Essen dabei zu haben. Es gibt so gut wie kein Video auf meinem Kanal, wo ich nichts nachgedreht habe. Mir fallen beim Schneiden einfach immer noch so viele Witze ein oder ich bin nicht zufrieden mit der Aufnahme und dann drehe ich es halt nochmal. Die Bionicle stehen immer noch da oben rum. 90% der Fakten, die hier in dem Video vorkommen, sind mir entweder beim Duschen, auf dem Klo oder beim Autofahren eingefallen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die einzelnen Fakten waren diesmal ein bisschen länger. Meine Stimme kackt langsam ab. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Peace.